Die schwarzen Pferde ziehen nach Norden und die weißen ziehen ihnen nach und die scheckigen ziehen nach Süden, Ägypten. Da waren wir so ungefähr stehen geblieben beim letzten Mal oder heute Morgen. Und da machen wir auch Fortsetzung und springen nachher von dort zum letzten und zum achten Nachtgesicht. Und wenn wir das abgehandelt haben, das wird wahrscheinlich heute Abend in Anspruch nehmen, dieses achte Nachtgesicht, dann schauen wir uns dann das fünfte Nachtgesicht an mit dem Leuchter, Ölbaum, Ölbaum. Und dann haben wir schon das erste und das letzte und das mittelste Nachtgesicht. Ja? Und dann kriegen wir die Zwischenräume auch noch aufgefüllt und dann entsteht immer mehr so eine Struktur, die man dann in den Nachtgesichten sehen und ablesen kann. Ja? Das ist das Erste. Ich lese auch die Verse nochmal aus Sacharja 1 und dann beten wir. Ja? Sacharja 1 von Vers 7. Am 24. Tag des 11. Monats, welches ist der Monat Sebat, im zweiten Jahr des Königs Darius, geschah das Wort des Herrn zu Sacharja, dem Sohn Berechias, des Sohnes Iddos, dem Propheten, und sprach: Ich sah bei der Nacht, und siehe, ein Mann saß auf einem roten Pferde, und er hielt unter den Myrten in der Aue, und hinter ihm waren rote, braune oder bräunliche, ja, und weiße Pferde. Und ich sprach: Mein Herr, wer sind diese? Und der Engel, der mit mir redete, sprach zu mir: Ich will dir zeigen, wer diese sind. Und der Mann, der unter den Myrten hielt, also der auf einem der roten Pferde saß, dieser Mann, antwortete und sprach: Diese sind es, diese Pferde sind es, die der Herr ausgesandt hat, die Erde zu durchziehen. Sie aber antworteten dem Engel des Herrn, also die Pferde antworten dem Engel des Herrn, der unter den Myrten hielt, und sprachen: Wir haben die Erde durchzogen und siehe, alle Länder sitzen still. Ja, bis dahin, und dann setzen wir da mal wieder an mit unseren kleinen Symbolen, ja, gucken, wie weit wir da kommen. Ich bete noch mit uns, ja. Herr Jesus, wir danken dir für den schönen Tag, für die Zeit, die wir haben dürfen, für die vielen schönen Dinge, die wir gesehen haben, für das gute Essen, für die gute Versorgung hier im Haus, für die feine Unterkunft, für die Gemeinschaft miteinander, fürs Kennenlernen und Grüßen und für den Austausch, den du uns schenkst. Und wir bitten dich auch, dass du heute Abend dein Wort auch lebendig machst unter uns und uns wach machst und aufmerksam, dass wir hören und verstehen und nachvollziehen und dein Wort bewegen in unserem Herzen. Danke, dass du dein Wort so liebevoll aufgebaut hast mit so vielen Facetten und so vielen Beispielen, in denen du uns zeigen willst, was kommt und wie die Zeiten werden. Und danke, dass wir über dem allen dich sehen dürfen, der du warst und bist und kommst und der du der Erlöser bist deiner Gemeinde und der Erlöser Israels und der Erlöser der Welt. Danke, dass wir glauben dürfen an dich und dass du diesen Glauben angefangen hast in uns. Und wir bitten dich, herzlich bring ihn auch zu einem guten Ende durch deine Gnade und durch dein Tun. Wir befehlen uns dir an für diesen Abend. Amen. Amen. Also als ich die Verse eben gelesen habe, da bin ich daran erinnert worden, dass ich mal eine Predigt gehört habe von einem ostfriesischen Prediger, ganz am Anfang, als ich gläubig geworden bin. Und der hat auch gesprochen hier über dieses Nachtgesicht, über dieses erste Nachtgesicht. Und dann hat er gesagt, die Pferde, die sagen, wir haben die Erde durchzogen und siehe, alle Länder sitzen still. Und das war ein Evangelist. Und er hat gepredigt, die Länder sind, ja, war eine sehr laute Stimme, also kräftige Stimme, ja. Bernhard Focken, du kennst ihn, ja. Ihr lieben Geschwister und ihr lieben Freunde, so fing der an, die Predigt, da hat man immer stramm gestanden, aber ganz feiner Mann, ja. Und er hat gesagt, wisst ihr, warum die Länder alle still sitzen? Weil die Bußglocken nicht mehr läuten. Ja, das ist also fast 40 Jahre her, da denke ich immer noch dran. Die Bußglocken, weil keine Buße mehr im Land ist. Deswegen ist überall still. Ja, die Länder sitzen still, die Pferde ziehen durch die Länder und sagen, alle Länder sitzen still. Und er sagt, eigentlich müssten die Bußglocken läuten, die Leute müssten Buße tun, die müssten umkehren, die müssten an Jesus glauben. Und das fehlt heutzutage. Ja, ich sehe das hier nicht so in den Versen.
Ja? Ich würde die Verse jetzt in dem Zusammenhang, wie wir heute Abend zusammen sind, anders auslegen. Und trotzdem hat der Bruder recht gehabt. Ja? Ich würde also nie sagen, das darfst du so nicht predigen, weil ich sehe das anders, sondern wenn der das so sagt und das das Wort ist, was ihm geschenkt wird, und er sagt, die Länder sitzen alle still, weil die Bußglocken nicht mehr läuten, dann sage ich Amen, so ist es. Die Menschen müssen umkehren zu Jesus. Ja? Das und so, also wir sind da nicht besserwisserig, ja? Sondern da, wo Gott sein Wort in die Situation reinspricht, und wenn es aus so einem Vers ist, dann ist das gut und richtig. Lassen wir stehen, sagen wir unser Amen zu. Ja? Also so halte ich es mit dem Wort Gottes. Ich weiß nicht, wie ihr das haltet. Ja? Und trotzdem, wenn man so eine Zeit hat wie jetzt und es versucht, im Zusammenhang zu sehen, dann glaube ich, dann darf man an den Text ein bisschen näher rangehen und sagen, was ist denn da damals gewesen, in der damaligen Situation? Da war das Jahr 520 vor Christus. Israel war seit ungefähr 15 Jahren so wieder auf dem Heimmarsch, sind ja nicht alle aus Babylon wieder zurückgegangen ins gelobte Land, denen ging es gut in Babylon, ja, die Juden waren dort reich geworden und es sind nicht alle einfach an einem Tag dann nach 70 Jahren sofort wieder zurück nach Israel, sondern das war eine Alia, die hat ihre Zeit gebraucht. Ja. Aber es war kein Krieg. Ja, es war kein Babylon, was gegen Jerusalem gezogen wäre. Es war kein Persien, das irgendwie Krieg gegen Ägypten geführt hätte. Es war keine kriegerische Auseinandersetzung, sondern es war eine Phase des Friedens und der Ruhe. Und deswegen sind diese Rosse alle, die haben die Lande durchzogen, aber alle Lande sitzen still. Es ist kein Kriegsereignis. Deswegen sind auch keine Streitwagen angehängt. Ja? Denn wenn die Streitwagen angehängt werden, dann geht's ab in den Krieg. Ja? Dann sind die Rosse angespannt. Und das hier ist eigentlich ein Bild des Friedens. Alle Lande sitzen still, wir haben die Länder durchzogen, diese Pferde haben die Länder durchzogen und werden sie auch noch durchziehen und geben uns einen groben Abriss über das, was an Weltreichen kommt. Ja, wir haben heute Morgen gesagt, das endet hier bei dem Antichrist, bei einem weißen Pferd, was ganz anders ist als die vorigen. Ja? Und wir haben gesagt, das erste ist Babylon, das zweite ist Medo-Persien, die sind beide rot, das sind alles Reiche aus dem Vorderen Orient, also Zweistromland. Aber dann kommt Alexander, ein Europäer, ein Japhetit, ja, dessen Reich bis an den Indus ging und runter bis nach Ägypten und innerhalb von 3 Jahren ein riesiges Weltreich erobert hat. Deswegen wie ein Gepard, schnell, 4 Flügel. Ja. Wie der Wind wurde sein Reich aufgebaut, aber wie der Wind war er auch weg. Ja. Mit 33 Jahren ist er gestorben. War verheiratet mit einer persischen Prinzessin, die war auch schwanger von ihm, aber die 4 Generäle, die er hatte, denen war das egal. Die Prinzessin musste dann fliehen, die wurde umgebracht, ihr Kind getötet. Er hatte noch einen schwachsinnigen Bruder, der das Reich aber nicht zusammenhalten konnte. Und dann haben die Generäle das Reich Alexanders auseinandergepflückt und jeder hat sich was genommen. Ja? Und dann entstand Kassander, Lysimachos in Griechenland. Und dann Seleukos und Ptolemäus, Syrien und Ägypten, die 4 Generäle haben es unter sich aufgeteilt. 1 bronzener Bauch, 4 Schenkel. Ja? Nicht Rom, nicht 2 Beine, 4 Schenkel. Und das findet ihr durchgängig durch die ganze Bibel. Und gleich auch nochmal hier in Sacharja. Ja? Das heißt also, dieser Alexander der Große, der ist so rötlich, aber nicht richtig rot wie die beiden anderen. Der ähnelt denen, aber ist doch irgendwie anders. Während er, der Antichrist, hier ganz zum Schluss, hat eine vollkommen andere Farbe. Der taucht auch wieder auf im letzten Nachtgesicht. Das sehen wir gleich nochmal. Da tauchen wieder weiße Pferde auf. Da tauchen auch rote Pferde auf. Da tauchen schwarze Pferde auf und gescheckte. Da wird es also ein bisschen verrückt. Da müssen wir gucken, wie können wir die dann strukturieren, können wir die dann ordnen. Haben die miteinander zu tun? Haben die was zu sagen? Was passiert da überhaupt? Ja? Und das versuchen wir heute Abend so ein bisschen zu erforschen. Ja? So, also diese Pferde haben wir hier. Wer ein bisschen die Videos verfolgt hat, sieht hier auch die 3-und-1-Struktur. Ja, 3 rote oder rötliche und ein ganz anderes, ein Zeichen für Gericht, aber nur für den Hinterkopf, wer sich da ein bisschen eingearbeitet hat. Ja. Ich wollte euch diese Verse nur zeigen aus Daniel 7, denn Daniel spricht ja auch von 4 Weltreichen, bei denen das letzte Tier, das 4. Tier, ganz anders, viel anders ist denn die vorigen und auch noch 10 Hörner hatte. Also dieses letzte Tier, was Daniel uns zeigt, dieses 4. Tier, ist ganz anders als die vorigen. Da wird oft gesagt, das römische Reich war ganz anders als die Babylonier und die Perser. Aber das stimmt nicht.
Die haben genauso mit Schwertern und mit Spießen und mit Katapulten gekämpft, wie die Perser und die Babylonier auch. Die haben ganz ähnliche Waffen gehabt. Ja? Ja? Vier. Hier, nach diesem sah ich das vierte Tier, Daniel 7, Vers 7. Das vierte Tier, hier sind es jetzt Pferde, in Daniel sind es Tiere. Ja? Da steht das vierte Tier. Erst werden die anderen drei vorgestellt, dann kommt das vierte. Das war viel anders denn die vorigen. Das erste Tier war ein Bär, war ein Löwe für Babylon. Dann kommt ein Bär. Der war auf einer Seite aufgerichtet, ja? Weil erst Medien kam und dann Persien. Persien hat Medien übermocht, war ein Doppelreich. Ja? Steh auf und friss viel Fleisch, wird dem Bär gesagt. Das ist der persische Bär, nicht der russische Bär. Ja? Und danach kommt ein Leopard oder ein Parder. Das ist das dritte Tier. Und das ist ein Bild auf Alexander den Großen. Dieser Parder hatte vier Köpfe und vier Flügel. Ja? Und breitet sich praktisch, also man sagt, diese vier Flügel zeigen, dass er in alle Himmelsrichtungen wächst, wie Alexander der Große auch. Ja, er hat sein Reich in alle Himmelsrichtungen ausgebreitet. Er kam von Westen, kämpft nach Osten, nach Süden und wieder nach Norden rauf. Also er hat die ganze Welt eigentlich erfüllt mit seinem Weltreich. Alexander der Große. Und danach kommt ein Tier, das in der Natur keine Entsprechung hat. Ein Tier mit sieben Häuptern und zehn Hörnern. Kein Bär, kein Parder, kein Löwe, das man kennt aus der Natur, sondern ein unnatürliches Tier, ein unnatürliches Endzeittier. Und da sagt Daniel, das ist ganz anders als die vorigen. Und das hat auch noch zehn Hörner und eiserne Klauen und eherne Zähne, oder? Erinnert ihr euch daran vielleicht? Eisen war in Daniel aber doch immer für die Seleukiden und Ehren war doch immer für die Griechen, nicht für Rom. Nur mal so für den Hinterkopf, ja? Rom taucht hier überhaupt nirgendwo auf. Das ist unglaublich. Kann man sich kaum vorstellen. Aber hier auch. Ich will euch nur zeigen, dass Daniel hier zweimal davon spricht, das vierte Tier wird das vierte Reich auf Erden sein, welches wird gar anders sein denn alle Reiche. Nach ihnen aber wird ein anderer aufkommen, der wird gar anders sein denn die vorigen und wird drei Könige demütigen. Was die Verse im Einzelnen jetzt sagen, wollen wir nicht drauf eingehen. Können wir vielleicht heute Abend, wenn wir drüben sitzen und uns so ein bisschen unterhalten, dann können wir ein bisschen diskutieren. Ja? Aber jetzt möchte ich euch nur zeigen, dass Daniel auch zeigt, dass ein Tier kommt, am Ende ein viertes Tier, das ganz anders ist als die vorigen vor ihm. Und das meine ich auch hier zu sehen, dass hier ein weißes Pferd ist, was mit denen hier irgendwie, das ihnen ähnelt, aber doch ganz anders gefärbt ist. Da kommt was Neues. Warum? Weil dieses vierte Tier von dem Antichristen spricht und der Antichrist in der Endzeit über ganz andere Waffentechnik verfügt. Jetzt geht's, gell? Andere Waffentechnik verfügt als die antiken Griechen oder Römer oder Perser. Warum denn? Na, der verfügt über Feuerwaffen. Wer schreibt das denn? Ja, Johannes. Der schreibt ja in einer Vision von schwefligen und feurigen Panzern und Rauch und Feuerdampf. Ja, habe ich euch auch mitgebracht, die Bibelstelle. Können wir uns gleich mal anschauen. Ich will damit nur sagen, dieses letzte antichristliche Reich hat ganz andere Logistik, Elektronik zur Verfügung, ganz andere Waffensysteme, viel grausamere Waffen, als diese ersten drei hatten. Das wird wirklich ganz, ganz anders sein als die vorigen hier. Das wird endzeitlich sein. Ja? Und Johannes, ich weiß nicht, ob der Vers jetzt hier kommt. Ja, genau, das ist diese Stelle in Johannes Offenbarung 9, Vers 17. Da steht, also sah ich die Rosse im Gesicht und die darauf saßen, dass sie hatten feurige und bläuliche und schwefelige Panzer und aus ihrem Munde ging Feuer und Rauch und Schwefel. Würdet ihr sagen, dass das Feuerwaffen beschreibt? Ich denke schon, oder? Das ist spätestens 95 nach Christus geschrieben worden. Wann wurde denn Schießpulver erfunden? 1000 von den Chinesen, ja? Für Feuerwerke. Die Venezianer haben das sofort gekauft, die hatten Geld.
Musketen, ja, das waren die ersten, die sich bewaffnet haben damit. Um das Jahr 1000 gab es überhaupt erst Schießpulver. Das heißt also, Johannes beschreibt hier 900 Jahre, bevor es Schießpulver gab, Feuerwaffen. Das kann Johannes noch nicht beschreiben. Der beschreibt das so, wie er glaubt, dass, wie er das gesehen hat. Er beschreibt hier eine Technik, eine Vision. Das hat ihn wahrscheinlich tief beeindruckt. Und mit Feuer zu schießen, kein Lagerfeuer zu machen, sondern Feuer zu nehmen und das Feuer zu schießen, das war ja unheimlich, ja? Und das beschreibt er hier mit Worten, die der Johannes damals, wir würden heute sagen, dass den Panzer und aus den Mündungsfeuern, ja, Feuer, Rauch und Schwefel, feurige, bläuliche, schweflige Panzer, Feuer, bläulich für Rauch und Schwefel, gelb für Mündungsfeuer. Ja, wir wissen, was er meint. Ja? Also finde ich eine ganz spannende Stelle eigentlich, weil man wirklich nachweisen kann, das Schießpulver ist erst 1000 nach Christus entwickelt worden. Das Tier, was da kommt, das ist wirklich ganz anders als die vorigen vor ihm. Es ist eine Wiederholung und doch ist es ganz anders. Ja? Wir werden das wiedererkennen, wenn wir die Bibel kennen. Und wir machen jetzt ja nur, wir erkennen jetzt in einem dunklen Spiegel, dann aber werden wir erkennen, wie wir erkannt sind, ja, von Christus. Aber den Spiegel, den nehmen wir uns und schauen uns ein bisschen an, was die Schrift dort sagt, ja. Okay, jetzt haben wir aber auf den Pferden noch einen Reiter. Da sitzt auf einem der roten Pferde, sitzt ein Reiter. Und ich glaube, dass man das so deuten darf, dass dieser Reiter, einmal ist er der Engel des Herrn. Und ich glaube, dass der auf diesem zweiten roten Pferd sitzt, weil zu der Zeit Medo-Persien herrschte. Ja, das babylonische Reich war schon beendet und jetzt herrschte Medo-Persien. Darius, haben wir eben gelesen, ja? Darius Hystaspes, ein persischer König. Ja? Wenn das Perserreich vorbei ist, wird dieser Reiter hierhin wechseln. Und zum Schluss wechselt er irgendwie auch hierhin, weil er ist der Engel des Herrn und er führt alle Weltreiche. Eigentlich sollte man ja erwarten, dass auf diesem persischen Pferd ein persischer Hauptmann oder so sitzt, aber der Engel des Herrn sitzt auf dem Pferd. Dieses Pferd wird geritten vom Herrn aller Herren. Christus ist der Herr aller Weltreiche. Ja? Ist ein bisschen schwierig zu verstehen. Es geht aber nicht mehr aus dem Text hervor, als dass da ein Reiter ist und dieser Reiter sitzt hier auf einem der roten Pferde. Also es kann nur hier sein oder hier. Aber die Zeit, in der dieses Kapitel verfasst wurde, war das Jahr 520 vor Christus und es war Perserzeit. Ja? Und ihr wisst auch aus Daniel, dass der Erzengel Michael diesem Mann geholfen hat, der dem Daniel ja die Vision bringen wollte und der so viele Tage, 30 Tage aufgehalten wurde. Ja? Und der Erzengel Michael ihm geholfen hat und er ihm auch mal, also da gibt es Kämpfe in den Luftwelten, ganz erstaunlich, die politischen Entwicklungen auf der Erde beeinflussen, sagt Daniel und auch hier Sacharja. Ja? Nur mal so, dass man ungefähr vielleicht einen Anhaltspunkt hat, was das sein könnte, warum dieser Reiter auf einem der Pferde sitzt. Ja? Christus regiert die Welt vom Himmel herab und er führt es so, wie es soll. Nicht mal der Antichrist und auch nicht der Teufel. Der Teufel ist der Gott dieser Welt, das ist wahr. Ja? Aber zuletzt hat Gott die Zügel in der Hand und er gibt sie auch nicht mehr ab. Ja? Der Mann, der unter den Myrten hielt, der hier, der auf dem roten Pferd saß, steht in den Versen vorher, antwortete und sprach, diese, die Pferde sind es, die der Herr ausgesandt hat, die Erde zu durchziehen. Sie, die Pferde aber, antworteten dem Engel des Herrn, der unter den Myrten hielt, das ist der hier, ja? Dieser Mann, der unter den Myrten hielt, der sitzt auf dem roten Pferd und das ist der Engel des Herrn. Und die Pferde antworten diesem Engel des Herrn, der unter den Myrten hielt, das ist der Mann aus Vers 10, und sprachen, wir haben die Erde durchzogen und siehe, alle Länder sitzen still. Ja, die Bußglocken läuten nicht, ja? Das darf man so auslegen, wenn man Evangelist ist. Da habe ich gar kein Problem mit, ja? Aber wir haben jetzt eine andere Sicht, wir wollen da ein bisschen näher gehen, auch in die Historie rein. Und alle Länder sitzen still, weil kein Kriegsgeschehen ist. Diese Rosse sind nicht mit Wagen versehen, mit Kriegswagen, aber die kommen jetzt. Was ich euch zeigen will, ist jetzt, wie das achte Nachtgesicht aussieht im Verhältnis zu dem ersten, weil hier tauchen ja auch wieder Pferde auf. Deswegen nehmen wir die beiden, nehmen wir so zusammen, ja?
Im achten Nachtgesicht steht in Sacharja 6, Vers 1, und ich hob meine Augen abermals auf und sah und siehe, da waren vier Wagen, die gingen zwischen zwei Bergen hervor. Die Berge aber waren Äon aus Bronze, kommen wir nochmal später zu, aus bronzenen oder zwischen zwei bronzenen Bergen kommen diese Wagen hervor. Am ersten Wagen waren rote Rosse, am anderen Wagen waren schwarze Rosse, am dritten Wagen waren weiße Rosse, am vierten Wagen waren scheckige Rosse, sagen manche auch, allesamt stark, je nachdem, welche Übersetzung ihr habt. Ja? Hier die alte Luther sagt, am vierten Wagen waren scheckige, starke Rosse. Aber die Elberfelder, Schlachter etc. sagen, allesamt, alle Rosse waren stark und alle sollen jetzt losziehen zum Krieg. Die sind angespannt zum Kämpfen. Ja? Und ich antwortete und sprach zu dem Engel, der mit mir redete, mein Herr, wer sind diese? Der Engel antwortete und sprach zu mir, es sind die vier Winde unter dem Himmel, die hervorkommen, nachdem sie gestanden haben vor dem Herrscher aller Lande. Das ist eine seltsame Beschreibung, ja? Das sind Geisteswinde, Geistesmächte, Weltreiche, die hier kämpfen, die vor Gott gestanden haben und die Gott schickt und Gott befehligt. Ja? So würde ich es verstehen. Geheimnisvolle Worte. An dem schwarzen Ross, an dem die schwarzen Rosse waren, jetzt wird uns gezeigt, wie die verteilt sind im Land. Und gleich gucken wir uns eine Landkarte an, wo man es sehen kann. An dem die schwarzen Rosse waren, die gingen gen Mitternacht nach Norden. Also die schwarzen Rosse ziehen nach Norden rauf. Und die Weißen gingen ihnen nach. Auch die Weißen ziehen nach Norden. Aber die Scheckigen gingen gen Mittag nach Süden. Also diese Scheckigen ziehen nach Süden. Immer von Israel aus gesehen. Die Starken gingen und zogen um, dass sie alle Lande durchzögen. Und er sprach, gehet hin und durchziehe die Erde. Und sie durchzogen die Erde. Und er rief mich und redete mit mir und sprach, siehe, die gegen Mitternacht ziehen, also die gegen Norden ziehen, machen meinen Geist ruhen im Lande gegen Mitternacht. Wenn ihr eine Elberfelder Bibel habt, da steht, machen meinen Geist im Zorn ruhen. Ja, Gottes Geist wird zur Ruhe gebracht im Zorn. Das ist eine ganz erstaunliche, als ob Gott einen Rachefeldzug gegen diese schwarzen Pferde hier hat und die im Norden seinen Zorn stillen. Nur, dass ihr wisst, ja, da geht es irgendwie um einen Zorn, der gestillt wird, einen Gotteszorn an diesem schwarzen Pferden. Ich glaube, dass das Assyrien ist. Kommen wir aber gleich nochmal drauf, ja. Gucken wir mal so Stück für Stück. Also diese Rosse, die reiten hier. Das sind diese Rosse, die mit angespannten Wagen jetzt gezeigt werden. Ja, und haben wir uns schon mal angeguckt. Das war das erste Nachtgesicht. Jetzt gucken wir uns die hier an. Das ist das achte Nachtgesicht. Und dann schauen wir uns hier die beiden Ölbäume und den Leuchter an. Ja, dann haben wir schon mal die wichtigsten Eckpunkte haben wir dann schon. Und dann können wir die restlichen auffüllen. Dann hangeln wir uns so von Punkt zu Punkt, ja, damit wir so ein bisschen den Bogen dann nachher auch schließen können. Ja. Nur, dass ihr so einen Überblick habt, wo wir uns gerade befinden. Was macht der denn da vorne gerade? Ja? Wo ist denn der gedanklich? Also wir waren jetzt erst hier, jetzt sind wir hier runtergesprungen ganz ans Ende und schauen uns wieder diese Pferde an. Und da seht ihr schon, diese weißen Pferde, die kommen hier wieder vor. Und auch rote Pferde kommen hier wieder vor. Aber von den roten Pferden wird in Sacharja 6 nicht gesagt, wo die hinziehen. Weiß nicht, ob euch aufgefallen ist. Der Sacharja hat nur gesagt, die Schwarzen, die ziehen nach Norden und die Weißen ziehen ihnen nach und die Scheckigen, die ziehen nach Süden. Aber von den Roten hat er nicht gesagt, wo die hinziehen. Scheinbar ziehen die nicht mehr. Warum ziehen die denn nicht mehr? Weil die schon Geschichte sind. Ja? Das ist schon vorbei, das ist schon historisch gewesen. Babylon, Medo-Persen, Alexander, das kommt nicht mehr. Der kommt nochmal. Die hier, die werden noch erwähnt, aber die ziehen nicht mehr. Das ist Geschichte. Aber aus dieser Struktur hier oben kommt nochmal einer und da ist er. Und wie der im Detail, was der macht in der Endzeit und auch wie groß das Reich des Antichristen ist, das war für mich auch erstaunlich. Denn das Reich des Antichristen wird in Daniel beschrieben, das ist nicht weltweit. Das hat mich erstaunt, ja. Die Bibel spricht schon von allen Völkern und Stämmen und Nationen und Sprachen, ja. Und wir als Weltenbürger glauben, dass das von Grönland bis nach Feuerland geht. Aber Daniel hat es genau beschrieben, das ist Syrien, Israel,
Ägypten, Libyen, Äthiopien und ein paar Länder außenrum. Und das ist das Reich des Antichristen. Ich zeige euch das gleich. Ja? Da kommt einem natürlich sofort der Gedanke, dass der Daniel, dass man natürlich, dass in der Bibel steht, alle Völker und Sprachen und so weiter, ja, und alle Stämme. Die Offenbarung ist da ja sehr vollumfassend, ja. Aber wenn ihr euch daran erinnert, dass der Daniel vor dem Nebukadnezar steht und sagt, Nebukadnezar, dir hat der Gott des Himmels ein Reich gegeben, wo die Menschen, wo alle Menschen wohnen und alle Vögel unter dem Himmel und alles Getier und alles da. Du bist der Herr über sie alle und du bist das goldene Haupt. So als ob Nebukadnezar der Herr über die ganze Welt sei. War er aber nicht. Ja, wisst ihr auch. Der hat nicht über die Germanen geherrscht oder über die Indianer in Nordamerika. Dessen Reich war aus der Perspektive Daniels ein Weltreich. Ja? Ein großes Reich, so groß, wie es wahrscheinlich vorher noch nie eins gegeben hat. Aber es war nicht in unserem Verständnis weltumspannend, das erstaunlicherweise nicht. Und auch das Reich des Antichristen ist begrenzt, ich sag mal, auf einen Teil des fruchtbaren Halbmonds. Das ist die biblische Welt. Kommen wir aber, zeige ich euch gleich auch an der Karte, ja? Aber das ist gedanklich, wo wir uns jetzt hier befinden, dass wir uns die mal anschauen im Verhältnis zu den Pferden, die wir schon kennen. Und da wissen wir schon, die sind schon mal aufgetreten im ersten Nachtgesicht. Und es war das vierte Weltreich. Und das war ganz anders als die drei vor ihm. Und ich glaube, dass man das als Bild zeigen darf, dass das ein Bild für den Antichristen ist, der in der letzten Zeit kommt. Wie die Aufstellung ist, schauen wir uns auch gleich an. Das heißt, hier vorne haben wir Rot, Babylon und andere Reiche. Babylon, Medo-Pers in Griechenland, die roten Pferde. Da wird nicht mehr von gesagt, dass sie ziehen. Die werden erwähnt, aber ziehen tun nur noch die drei. Die nach Norden, die hinter ihnen her und die nach Süden. Wie ordnen wir jetzt die Pferde den Völkerschaften zu? Das habe ich gerade gesagt, ja. Der Wagen, an dem die schwarzen Rosse waren, die gingen nach Norden. Und die weißen auch, ja, die gingen ihnen nach, gehen auch nach Norden. Die treffen sich nachher in Hamageddon. Hamageddon liegt nördlich von Jerusalem in einer großen Ebene. Und da wird Gott deren Mütchen kühlen. Ja, das ist der Gedanke. Deswegen mit dem Zorn. Ja, Gott hat mit Assur noch eine Rechnung offen. Und ich glaube, wenn ich das so einschieben darf, ich glaube, dass wir ein endzeitliches Assyrien sogar nochmal bekommen. Ja? Und dieses endzeitliche Assyrien wäre Iran, Irak. Es wird biblisch. Und wahrscheinlich wird es noch biblischer, als wir das bisher glauben. Ich gehe noch ein bisschen weiter. Ja? Ich glaube, dass Israel zerbricht in zwei Teile, in den Norden und in den Süden, wie wir das hatten bei Jesaja 7, Syro-Ephraimitischer Krieg. Der Norden Israels macht einen Bund mit Syrien, Syro-Ephraimitisch, und dann wird Jerusalem angegriffen. Aber von Norden, ich zeige euch das auch gleich, von Norden hat sich Assyrien immer weiter ausgedehnt nach Süden und machte Druck auf Syrien und Druck auch auf Israel und auf Edom und Ammon und Moab und die ganzen Völker. Assyrien wurde damals so stark, dass die alle Angst hatten davor, Assyrien wird uns total überlaufen. Das würde ich auch erwarten für die Endzeit. Der Iran wird so stark, dass Israel und Nachbargebiete, die kriegen Angst vor dem Iran. Der Iran sind 80 Millionen Leute, 100 Millionen Leute. Der ist groß. Die Amerikaner haben gesagt, gegen den Irak haben wir einen Waffengang gehen können. Die Iraker sind, ich glaube, 12, 14, 16 Millionen. Aber der Iran sind 90 Millionen. Das geht nicht. Die sind zu stark. Das ist das, wie ein endzeitliches Assyrien. Und ich glaube sogar, so schlimm und wie, so schrecklich wie das klingt, ich glaube, dass das Volk, das israelische Volk, nochmal in Gefangenschaft geführt wird, aus dem Land Israel, in ägyptische und in assyrische Gefangenschaft. Ich zeige euch das gleich. Gott holt nämlich sein Volk aus dieser Gefangenschaft zurück, wenn das tausendjährige Reich beginnt. Hesekiel spricht von einer Sammlung Israels. Und Roger Libby und Co. sagen, das ist die Aliyah seit 1948. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass Gott Israel sammelt, das schon. Aber wir wissen, dass Israel angegriffen wird und zwei Drittel von dem Volk umkommt. Sachaja, unser Buch. Ja? Und der Rest wird nochmal geläutert und nochmal durchs Feuer geführt, nochmal dezimiert, bis nur ein ganz kleiner Überrest da ist. Und Sachaja sagt auch, dass Assyrien nochmal in unser Land fällt. Micha 5 sagt, wenn Assur in unser Land fällt, dann.
Sachaja spricht davon, dass Assyrien in das Land Immanuels fällt. Wer ist denn der Immanuel? Christus. Was ist denn sein Land? Israel. Assyrien fällt in das Land des Immanuel. Wann denn? In der Endzeit. Es wird noch biblischer, als wir das glauben. Und dieses Volk Israel wird nochmal aus dem Land geführt und nochmal in Gefangenschaft. Darf man überhaupt nicht predigen heute. Aber das, glaube ich, das sagt die Schrift, wenn wir da tiefer eintauchen. Ich zeige euch gleich die Bibelstellen. Ja? Aber das wäre eine Perspektive, die ich hätte. Und dann wird Christus dieses Volk sammeln aus der Zerstreuung im Iran und in Ägypten, weil die nochmal verkauft werden. Die Kinder Ephraim verkaufen die Kinder Juda an Tyrus. Steht in Joel, glaube ich. Und in Sacharja findet man auch nochmal solche Stellen. Da stehen ganz grausliche Sachen, wo es einen schaudert, wenn man sieht, was Gott mit dem Volk Israel noch vorhat, wie das geläutert, wie das gesiebt wird. Ja? Gut, also das ist mal die Verteilung der Pferde. Jetzt gehen wir mal so Stück für Stück vorwärts. Das wäre so, jetzt sind sie alle in Jerusalem und die Verteilung, die ist so. Also die schwarzen Pferde ziehen nach Norden und die weißen ziehen ihnen nach und die scheckigen ziehen nach Süden, Ägypten. Das wäre die Aufstellung, die nehmen. Das wäre die Anfangs, wie beim Schach, so ist die Anfangsaufstellung. Ja? Und ihr seht schon hier, das erwarte ich für die Endzeit, ein neo-assyrisches Reich, weil alle Propheten, die wichtig sind für diese endzeitlichen Themen, Micha, Joel, Sacharja, Assyrien erwähnen. Und zwar, dass Assyrien nach Israel nochmal einbricht. Das hat es mal im 8. Jahrhundert vor Christus gegeben, aber danach nicht mehr. Aber die Propheten sagen, das kommt nochmal. Und das haben wir in unserer Eschatologie nirgendwo berücksichtigt. Also ich habe es zumindest nirgendwo gefunden. Wenn ich das aber hier aus den Bibelstellen entnehmen kann, dann muss ich ja sagen, es wird ja so, wie es in der Antike war. Das heißt, die Christen, die ihre Bibel kennen, die verstehen dann plötzlich, was im Nahen Osten los ist. Ja? Wir sind an sowas dann nachher erinnert. Selbst wenn wir es jetzt nicht alles auswendig kennen, nicht so schlimm. Ja? Aber die Perspektive, die wir haben, ist eine ganz neue irgendwo. Ja? Das kommt. Nichts hier hinten Rom. Also wie heißt der Diktator aus dem Westen, der dann irgendwann hier im Norden Israels landet. Die Bibel spricht da nirgends wovon. Wenn mir jemand diesen Begriff Diktator aus dem Westen zeigen kann, ich bin ihm wirklich dankbar. Ich habe den nirgendwo, der existiert nicht. Das ist wie in einer Zaubershow, wo einer ein Kaninchen aus dem Hut zaubert und steckt es wieder rein. Ja? Wo hat denn der das her? Ja? Ja? Ich will da nicht spotten drüber, aber das ist einfach, das entbehrt jeglicher Grundlage. Ja? Je näher man da schaut, desto weniger sieht man, dass das passt. Das spielt sich alles hier im Nahen Osten ab. Und alles, was ich euch hier erzähle für die Endzeit, ist alles schon mal stattgefunden. Historisch. Syro-Ephraimitischer Krieg, Hiskia, Ahas, geht ins Richterbuch zurück. Nur als Beispiel, in der Endzeit gibt es ja so ein Pärchen, den Antichrist und den falschen Propheten. Ja? Das Tier aus dem Land und das Tier aus dem Meer. So ein Pärchen gibt es im Alten Testament ganz oft. Jabin und Sisera. Sihon und Og, Seba und Zalmunna, erinnert ihr euch daran? Das sind Pärchen im Richterbuch, im Alten Testament, in 4. Mose, in alten Texten, die da die prophetisch von diesem Endzeitpärchen schreiben. Das heißt, wenn wir über den Antichrist reden, also über das Tier aus dem Meer und das Tier aus dem Land, dann ist das eine alte Geschichte, die ist schon mal erzählt worden. Ja? Jabin und Sisera, der König Jabin wohnte am See Genezareth, nördlich vom See Genezareth, hat man vor 2-3 Jahren seine Burg gefunden, Jabin. Und er hatte einen Feldhauptmann, der hieß Sisera, der wohnte in einem Ort mit Namen Haroshet Goyim. Ein heidnisches Standbild heißt das. Die Goyim sind die Heiden und Haroshet ist ein Standbild. Erinnert euch das an was? Das ist doch Offenbarung. Ich erzähle aber gerade vom Richterbuch. Der Feldhauptmann, der Sisera, wohnte in Haroshet Goyim. Und die Haroshet Goyim, das ist ein Ort, der nennt sich heidnisches Standbild. Da klingelt doch was, ja? Das heißt, die Geschichte, die Johannes erzählt in der Offenbarung, die ist schon sehr alt. Aber wir kennen das hier, weil uns das niemand sagt, ja? Und das Spannende ist, dass Josua Jabin getötet hat bei der Landnahme.
Und dann taucht Jabin im Richterbuch plötzlich wieder auf. Und die Historiker und die Bibellehrer sagen, ja, Moment mal, der Jabin war doch, Josua hat ihn doch getötet, es steht wörtlich im Josua-Buch, Josua tötet den König Jabin. Und jetzt kommt er in einem späteren Buch, ist er wieder da? Vielleicht haben die Israelis sich nur vertan oder vielleicht haben die diesen antiken König überhöhen wollen und haben den mit dem Jabin verglichen. Und dann hat sich das im Lauf der Geschichte verfestigt. Die wissen nichts damit anzufangen. Ihr könnt überall googeln, alle theologische Literatur euch anschauen. Die wissen nicht, warum Jabin plötzlich wieder auftaucht. Aber jetzt überlegt mal, da war doch ein Tier, das hatte eine Wunde vom Schwert und war tot. Und plötzlich kommt es wieder. Das ist Jabin. Das ist eine alte Geschichte. Ich erzähle euch gar nichts Neues. Wir müssen aber die Linien von der Offenbarung ins Alte Testament führen. Und im Alten Testament wird schon gezeigt, Jabin war, kriegt die Wunde vom Schwert, Josua ist tot. Ja, Menschen sind tot, wenn man die tötet. Ja? Und plötzlich kommt er im Richterbuch wieder auf und ist plötzlich wieder da. Und die Theologen sagen, wie kann denn sowas sein? Und ich sage natürlich, wenn ich jetzt hergehe und sage, das ist ein Bild auf dieses Tier, das die Wunde vom Schwert hat und plötzlich wieder aufkommt, das ist schon ein bisschen gewagt, oder? Aber die Theologen und Schriftgelehrten kommen ja scheinbar auch nicht weiter damit. Ja? Was ich damit sagen will, ist nur, würden wir uns mal ein Jahr Zeit nehmen und in Klausur gehen und das Alte Testament mal in Ruhe nur mal lesen und kennenlernen, dann könnten wir plötzlich Punkte verbinden, die wir jetzt vielleicht noch nicht so sehen und nicht kennen. Und dann sehen wir, das ist alles eine Geschiebearbeit, heißt es so bei den Zahnärzten, ja? Heißt es so, also wenn man Kronen zusammen, ich habe da keine Ahnung von, ja? Aber wenn das so auf tausendstel Millimeter passen muss, das ist Gottes Wort, ja? Deswegen sage ich immer, ich erzähle euch nichts Neues, ich erzähle euch eine alte Geschichte, die uns aber vielfach nicht bekannt ist. Ja? Und wenn Johannes erzählt von einem Tier, das war und nicht war und wieder sein wird, dann ist das schon mal Jabin. Und es gibt andere Bilder dafür im Alten Testament, das ist eine Fundgrube, das ist Gottes Wort, ja? Und Gott zeigt und sagt, ich habe damals schon davon gesprochen, jetzt bin ich gekommen, um euch zu zeigen. Ja? Jetzt wird das kommen, wovon ich von den Propheten geschrieben habe. Ihr werdet daran erinnert. Warum? Weil ihr Gottes Wort kennt. Ja? So, das ist das, wo ich euch so ein bisschen für sensibilisieren will. Ja? Das steht alles schon geschrieben. Das muss alles kommen. Ja? Gut, also das hier steht für den Antichrist. Jetzt habe ich natürlich gesagt, der Antichrist ist meiner Meinung nach kein Römer, sondern der Antichrist ist ein Seleukide. Der Antichrist ist eine Wiederholung von Antiochus Epiphanes. Erinnert ihr euch da noch dran? Der Antiochus Epiphanes hat 171 bis 164 vor Christus gelebt oder geherrscht, muss ich sagen. Gelebt hat er länger, aber 7 Jahre geherrscht. Und der wiederholt sich in der letzten 70. Jahrwoche. 7 Jahre kommt wieder, wie Jabin, kommt der plötzlich wieder, ja? Und herrscht, und zwar mächtig, so mächtig wie Jabin. Jabin hat so ein kleines Hamageddon damals veranstaltet in der Bibel. Ja? Das ist das, was dort vorgeschattet wird. Und deswegen glaube ich, dass der Antichrist aus Damaskus kommt, ja? Aus Syrien, weil Syrien stammt von dem Seleukus ab, von den Seleukiden. Und Seleukus waren Diadoche und die Diadochen gehen auf Alexander. Das ist griechisch, das ist alles griechisch. Da ist nichts Römisches. Also ich habe da monatelang mit rumgemacht, ja, und gesagt, das kann nicht sein. Täuschte dich da, oder? Aber das findet man überall. Ich suche mal gerade noch schnell eine Stelle, ob ich die so schnell finde. Einen Moment. Sacharja 9, Vers 13, wo wir nur gerade beim Thema sind, dann gehen wir wieder zu unserer Karte. Sacharja 9, Vers 13. Da steht, denn ich habe mir Juda gespannt zum Bogen und Ephraim gerüstet. Und jetzt kommt's. Und ich will deine Kinder Zion erwecken über deine Kinder Griechenland. Die Kinder Zions kämpfen gegen Griechenland. Und ich will dich machen zu einem Schwert der Riesen. Vers 14. Und der Herr wird über ihnen erscheinen. Was? Das ist aber Endzeit, oder?
Der Herr wird über ihnen erscheinen und seine Pfeile werden ausfahren wie die Blitze und der Herr wird die Posaune blasen. Aha. Und wird einhertreten wie die Wetter vom Mittag. Da kommt Christus herab auf den Ölberg in Macht und Herrlichkeit. Das ist final hier. Und wer kämpft hier gegeneinander? Die Kinder Zion befreien sich von den Kindern Griechenland. Wer sind denn die Kinder Griechenland? Das sind die Seleukiden, das sind die, die im Tross des Antichristen sind. Das ist der endzeitliche Antiochus, der war Grieche. Das kommt wieder. Das steht hier in Vers 9. Ja? Das kann euch niemand erklären, der die Rom-Theorie vertritt, warum Zion in der Endzeit gegen Griechenland kämpft. Und dann fangen die an, sagen, ja gut, also Griechenland ist ja Europa und Rom ist Europa. Nee. Die Propheten wissen genau, was sie schreiben. Jetzt nicht rumlavieren, sage ich immer, ja? Müssen ein bisschen beim Wort bleiben. Butter bei die Fische, ja? Ich will euch nur ein bisschen sensibilisieren dafür. Die Bibel schreibt, dass Zion in der Endzeit gegen Griechenland kämpft. Das muss man mal erklären können. Mit der Rom-Theorie geht das nicht. Aber wenn man so wie ich immer so gebetsmühlenartig erzählt von Antiochus Epiphanes und euch das ja auch schon langweilt, ja, dann kapiert man, was hier geschrieben ist. Und dann macht das Klack und es springt wie Magnete, springt das zusammen und dann entsteht eine Struktur und eine Superstruktur. Und je länger man damit macht, desto mehr sieht man, dass das rund wird. Ja? Okay, also, wie geht das jetzt weiter? Dann würde Israel auseinanderbrechen. In Norden und in den Süden, in Ephraim und in Juda, wie auch hier in unserem Vers unterschieden wird, Ephraim und Juda, die Propheten sind da ganz exakt. Und dann wird ein Bündnis geschehen zwischen dem Norden Israels und Syrien. Ephraim und Syrien, Ephraim Ton, Syrien Eisen, Eisen mit Ton gemischt, Standbild Daniels. Das kommt wieder, ja? Und in diesem Bund gehen die dann für 7 Jahre. Der Antichrist macht einen Bund mit den vielen. Aus Schwachheit. Alle sagen immer, der Antichrist macht einen Bund mit dem kleinen, schwachen Israel. Der Antichrist ist weltweit groß und stark. Und der macht einen Bund mit dem klitzekleinen, schwachen Israel. Das stimmt so meiner Meinung nach nicht. Sondern der Antichrist ist selber schwach und braucht einen Bündnispartner. Und Israel ist gerade zerbrochen und braucht einen Bündnispartner. Wer sagt das? Das steht in Jesaja 7. Der Norden Israels ist abgetrennt und hat gar keine Zeit mehr, eine Regierung zu erstellen. Das ist nur noch eine Menge von Menschen. Und der Antichrist in Damaskus, der ist ein kleines, schwaches Horn. Oder ist doch ein kleines Horn, der Antichrist? Schwach. Der wird ja erst groß. Aber am Anfang ist der schwach und klein und braucht auch einen Bündnispartner. Und die beiden gehen in ein Bündnis. Das ist auch eine alte Geschichte, Jesaja 7. Jesaja 8. Ja? Und dann hätte man eine Struktur, hätte man übrigens auch ein Tier mit 10 Hörnern. Na gut, da kommen wir vielleicht heute Abend drauf, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, andere Sachen zu besprechen. Ja? Aber das wäre die Anfangsstruktur. Und jetzt passiert was ganz Erstaunliches. Dieser Antichrist, der wird in der Endzeit etwas tun. Dieser König wird tun, was er will. Und er wird sich erheben und aufwerfen, wieder alles, was Gott ist. Warum denn? Weil er ein Antichrist ist. Der wird sich gegen Gott erheben und wieder alles, was Gott ist, sodass er sich, in den Tempel Gottes setzt und sich ausgibt, er sei Gott, oder? Das klingt doch an, wenn Paulus 2. Thessalonicher 2 schreibt. Da klingt doch hier Daniel 11, 36 an. Der König, der hier gemeint ist, ist der König des Nordens und das war immer ein Syrer. Aber das spricht jetzt von einem endzeitlichen König, ja, der das tun will, wird, was er will, und er wird sich erheben und aufwerfen wieder alles, was Gott ist, und wieder den Gott aller Götter wird er greulich reden, und es wird ihm gelingen, bis der Zorn aus sei, denn es muss geschehen, was beschlossen ist, im Rat der Wächter, im Wort Gottes. Es wird biblisch, und das muss alles in Erfüllung gehen.